Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Ich möchte nur einen ganz, ganz, wirklich ganz, ganz kurzen Shorty machen. Und zwar, wie ihr gerade gesehen habt, hinter mir, ich habe das Livestream-Setup hier mehr oder weniger gezeigt. Mikrofon, eigentlich das alte von der Kamera, beziehungsweise ist es von der Kamera, ich habe es nur abgemacht und jetzt hier hingestellt. Ist nun im Moment halt so ein temporäres System quasi. Normalerweise benutze ich die Dinger hier. Da habe ich ein Lavalier-Mikrofon, dann ein T-Shirt und sowas, hat gestern auch relativ gut geklappt. Heute waren wir auch relativ gut dabei. Ich mache hier ein bisschen leiser. So. Ist nur Monstercat, keine Angst. Monstercat, findet den Link auch unten in der Beschreibung. Sehr coole Mucke von denen. Und läuft immer im Hintergrund jetzt beim Stream. Wir waren halt eben noch live, wie ihr seht. Und dann ist mir das Internet abgekackt hier. Ist im Moment noch ein kleines Problem, aber es wird gelöst. Ich glaube, Ende des Monats wird da irgendwas gemacht. Muss ich damit leben, dass es zwischendurch einfach mal abkackt und eine ganze Zeit lang braucht, bis es wieder da ist und dann kann ich wieder verbinden und ach, grauenhaft. Ah, das ist alles ein bisschen zu viel jetzt. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Und zwar wollte ich sagen, dass ich den Fehler in meinem Auto gefunden habe. Und ja, so wird auch der Titel sein. Der BMW hatte tatsächlich den Nockenwellensensor kaputt. Und nicht die Kabel oder irgendwas anderes, sondern es ist tatsächlich nur der Nockenwellensensor gewesen. Das war alles. Es war tatsächlich nur der Nockenwellensensor. Der Spritverbrauch ist besser geworden. Natürlich funktioniert jetzt auch die Warnung wieder. In Impa kann ich die Verstellung der Nockenwelle sehen. Alles kein Problem. Also, es ist so simpel eigentlich gewesen. Und dann denkt man sich, nur dieser scheiß Nockenwellensensor, sorry, wenn ich sage scheiß, aber es ist ja so. Nur dieser Nockenwellensensor war schuld an mehr Spritverbrauch, mehr. Ja, keine Leistung, ja, mehr Spritverbrauch, keine Leistung und relativ unruhiges Laufen, ganz einfach. Und jetzt, dadurch, dass ich das gelöst habe, ist alles wieder in Ordnung. Es ist alles wieder in Ordnung. Das Einzige, was er wohl hat, ist tatsächlich noch, dass er ein bisschen blau raucht. Das kann aber daran liegen, dass wegen Ventildeckel noch nicht ganz fit ist, aber ich habe da oben schon den neuen mit der Dichtung liegen. Also, das ist der Ventildeckel. Ich habe mir auch den Plastikdeckel besorgt, by the way. Und was ich noch sagen wollte, ich habe in den Kommentaren gelesen, weil ich kann nicht mehr auf alle antworten. Ich schreibe dann bestimmt 20 Mal dasselbe, das tut mir leid. Ich versuche das immer so gut es geht zu beantworten. Wenn da mal so eine spezielle Frage zwischen ist oder sowas, dann beantworte ich die auch, alles kein Problem. Aber wenn ich dann lese, hey, das ist ein M50-Motor, oder mir sogar per E-Mail geschrieben wird, von Thomas, glaube ich, war das. Finde ich super nett, dass ihr mir da per E-Mail sogar geholfen habt. Also, aber nicht falsch verstehen. Wenn ich sage, das ist ein M52-Motor, dann ist das auch ein M52-Motor. Ich habe die Fahrgestellnummer gecheckt, ich habe bei BMW angerufen, die haben auch geguckt, es ist definitiv ein M52-Motor. Und wenn dann in den Kommentaren steht, von wegen, hey, das ist schon ein M50-Motor, kein M52-Motor. Doch, ist es. Es ist definitiv ein M52-Motor. Damit das jetzt auch geklärt ist, damit die Leute das auch wissen. Also wie gesagt, der läuft super. Leistung ist wieder voll da. Also jetzt geht es auch mal ein bisschen quer. Bisschen, wohlgemerkt. Vielleicht kann ich dann noch was lösen mit einem 316 Def. Könnte funktionieren, du. Also schnell fahren tue ich eh nicht, von daher ist es mir egal. Und dann kann man auch in der Stadt gechillt im fünften Gang fahren. Ach, wäre es denn alles so einfach, ne? Ja, gut. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Vielen, vielen Dank für alle, die geholfen haben. Super, super Sache. Ich fand es echt mega. Vor allen Dingen, wie gesagt, die E-Mail von Thomas. Super nice. Dass ihr euch den Kopf darüber zerbrecht, das mir zu helfen. Super geil. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal vielleicht beim Stream dabei seid. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich werde noch nicht bei YouTube streamen, weil ich da ein bisschen was gesehen habe. Außerdem, wenn das dann zwischendurch abbricht. Und ihr dann immer wieder eine E-Mail bekommt oder was auch immer, das möchte ich euch nicht antun. Das ist dann halt einfach nur erstmal so zum Schutz, falls das Internet hier noch nicht so stabil läuft. Im Moment ist es nicht der Fall, deswegen Twitch. Da könnt ihr auch folgen, das kostet nichts, gar nichts. Die Qualität ist super. Von meiner Seite jetzt noch nicht so ganz, aber das wird sich dann auch ändern. Weil das hat ein bisschen was mit dem Upload zu tun. Jemand, der sich damit auskennt, weiß, was ich meine. Ja, und ich würde mich da freuen, wie gesagt, wenn ihr da zustoßen würdet. Katech. YouTube, also Kartech YT heißt der Channel. Also twitch.tv Kartech YT. Das war's. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch ja, einen schönen Resttag. Ich weiß nicht, wann ich es hochlade. Ich denke mal, so schnell es geht. Ich denke morgen. Ich habe zwar schon ein Video fertig dafür. Das wollte ich eigentlich morgen oder übermorgen releasen.
Aber ich schiebe das hier einfach mal dazwischen und dann verschiebt sich das einfach 2 Tage oder so. Und dann habt ihr direkt Gewissheit, weil ich kriege immer noch Nachrichten darüber, was das sein könnte. Deswegen, das will ich mal eben aufklären. Vielen, vielen Dank. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.